einen Abschnitt von einer Stunde an der Reihe. Der Mitarbeiter dort gab mir ein einziges Wohnungsangebot. Die Wohnung befand sich im dritten Stock an der Autobahn auf und Abfahrt im Berg. Das Haus machte einen schlechten Eindruck. Das erste Stock einschließlich des Hauseingangs war vergittert, wie ein Gefängnis. Ich fragte mich, gibt es jetzt schon Käfighaltung für Hartz-IV-Bezieher? Ich fand das Wohnungsangebot unzumutbar und fragte deshalb beim Wohnungsamt nach einer anderen Wohnung. Der Mitarbeiter des Wohnungsamtes sagte sichtlich verärgert, Sie sind jetzt schon der Dritte, der dort nicht einziehen will. Für Sie gibt es hier von mir keine anderen Angebote mehr. Verlassen Sie jetzt den Raum. Das ist keine fiktive Geschichte. Ein Hartz-IV-Bezieher, der hin und wieder zum Mittwochsfrühstück ins Zack kommt, hat hier seine Erfahrungen zu Papier gebracht. Auf der Postkarte des Bündnisses für bezahlbaren Wohnraum heißt es, wer nicht reich ist, liegt drauf. Diese Vertreibung findet tatsächlich statt. Viele Hartz-IV-Beziehende sind bereits nach Duisburg gezogen, weil sie in Düsseldorf trotz intensivster Suche nichts Bezahlbares fanden. Von den Verantwortlichen im Rathaus wird die Billige in Kauf genommen. Und mehr als das. Auf dem Düsseldorfer Wohnungsamt wird Wohnungssuchenden sogar oft gesagt, suchen Sie sich doch etwas in Duisburg. Hier finden Sie nichts. Der Düsseldorfer Planungsintendent Polin sagt, ja, warum auch nicht? Nein, der Düsseldorfer Planungsintendent sagt, es war in Düsseldorf schon immer üblich, im Umland zu wohnen. Ja, warum auch nicht? Wenn die Reichen in Meerbusch wohnen, warum sollen die Armen nicht nach Duisburg ziehen? In dem jetzt erschienenen Sammelband Wir bauen Deutschland legt Planungsintendent Polin die Grundzüge seiner Planung dar. Wo Wohnen und Arbeit näher nebeneinander liegen, wo es gute Schulen, Kindergärten, kulturelle Angebote gibt, sei es eben, Zitat, in einer Marktwirtschaft zwangsläufig teurer. Das ist an Zynismus nicht mehr zu überbieten. Eben, wenn ich reich bin, muss raus. Und das geht nicht nur Hartz-IV-Beziehenden so, sondern auch Gewinnverdienenden. Wie soll das aussehen? Sollen da ganze Familien abgeschoben werden? Und die Kinder sollen aus ihrem Freundeskreis und Schulumfeld gerissen werden? Oder sollen die etwa so zwischen Duisburg und Düsseldorf pendeln? Wenn ich reich bin, muss raus. Ja, wir sollen endlich raus, diese geringen Verdiener, diese Billiglöhnerinnen, die Hartz-IV-Leute, die Asylanten, die sollen raus, endlich raus. Gestern Bündnis für bezahlbaren Wohnraum hat durch ihre Dauerbewohnungsbesichtigung an der Hammerdorfstraße durchsetzen können, dass Hartz-IV-Beziehende und Wohnungssuchende mit Schufa-Eintrag von der städtischen Wohnungsgesellschaft nicht generell abgewiesen werden. Noch ein wichtiger Tipp. Wer hier das Jobcenter betritt, sollte unbedingt eine Begleitung, eine gute Beratung im Hintergrund haben. Sondern sonst ist man schnell beratet und verkauft. Wir vom Amt wird Antragstellen schon einmal nur ein Teil der Mietkosten überwiesen. Die restlichen 200 Euro sollen die monatlich aus eigener Tasche bezahlen. Wohlgemerkt, über 200 Euro. Und die, obwohl sie im Jobcenter wissen, dass die Person keinerlei Geld besitzt. Wir vom Mittwochsfrühstück haben sogar von einer Person erfahren, die ihre Sachbearbeiterin um Unterstützung bei der Wohnungssuche bat und die dann als Antwort erhielt, Sie wollen eine andere Wohnung suchen? Das lassen Sie mal schön bleiben. Hier in Düsseldorf finden Sie ja sowieso nichts. Aber die Hartz-IV